Beide Seiten haben viel zu verlieren, haben wenig zu gewinnen, wenn man sich nicht einigt. Insofern hoffe ich es sehr. Es wäre rational, sich endlich zu einigen. Hoffen wir mal, dass alle beteiligten Akteure das am Ende auch einsehen. Ja. Jetzt fordern Sie als Sozialdemokrat, genauso wie andere Sozialdemokraten, wie der österreichische Bundeskanzler oder wie der Fraktionsvize im Bundestag, dass es auch Schuldenerleichterungen geben soll für Griechenland. Aber würde das nicht den Anpassungs-, den Reformendruck auf die griechische Regierung, wie es ja offenbar alle Regierungen gebraucht haben, verringern? Entscheidend ist die Reihenfolge. Entscheidend ist, dass Griechenland klar macht, dass sie einen klaren Reformkurs machen, damit es eine Aussicht gibt auf eine wirtschaftliche Genesung des Landes. Und dann sind wir gefragt, wir müssen denen entgegenkommen, dass wir sagen, unsere Anforderungen an die Budgetüberschüsse, darüber reden wir ja, vom Schuldendienst abgesehen, Budgetüberschüsse reduzieren wir etwas, damit sie die Reformen sozial abfedern können. Und wenn dann die Dinge vernünftig laufen, müssen wir wohl auch entweder durch Zinssenkungen oder durch einen expliziten Schuldenschnitt die Schuldenlast denken. Denn am Ende ist es so, die Last ist erdrückend. Das sind fast 180% des Bruttoinlandsprodukts von Griechenland. Ja. Das ist sehr viel. Aber Sie wissen, dass Griechenland momentan und für die nächsten Jahre bis 2023 weder Zins noch Tilgung zahlen muss. Das ist vollkommen richtig. Aber dieses Damoklesschwert der hohen Verschuldung, die hängt dann natürlich trotzdem noch über dem Land. Insofern sollte man sich auch die Schuldentragfähigkeit dann nochmal sehr genau anschauen. Stellen Sie sich vor, Sie investieren in Griechenland, wollen da Jobs schaffen. Die große Schuldenlast droht noch. Woher wissen Sie, dass dann nicht auf einmal die Steuern höher und höher und höher gehen, um diese Schulden auch langfristig zu bedienen? Also die Genesung Griechenlands hängt auch davon ab, dass die Leute wieder Vertrauen fassen und sagen, ja, diese Schuldenlast ist unter vernünftigen Rahmenbedingungen handhabbar. Ja, der Blick in die Zukunft, ein gutes Stichwort. Sie haben mit anderen Ökonomen zusammen vorgeschlagen, dass es eine Sonderwirtschaftszone in Griechenland geben soll, nach dem Vorbild der erfolgreichen Sonderwirtschaftszonen in China. Was für eine Hoffnung verbinden Sie damit? In Griechenland ist ja vieles im Argen. An vielen Stellen funktioniert die Verwaltung nicht so gut, die Justiz funktioniert nicht so gut und so weiter. Infrastrukturen sind zum Teil nicht so, wie sie sein sollten. Das heißt, die Idee ist zu sagen, mit so Sonderwirtschaftszonen schaffen wir es vielleicht eher, Reformen schnell in Jobs zu übersetzen. Denn das ist ja das Problem. Wenn Sie Reformen machen und dann 5 Jahre warten müssen, bis es der Bevölkerung wirklich etwas bringt, das ist sehr schmerzhaft, am Ende politisch gar nicht durchhaltbar. Mit den Sonderwirtschaftszonen verbindet sich die Hoffnung, dass man diesen Prozess Übersetzung von Reformen in neue Jobs für Griechenland, neue wirtschaftliche Dynamik etwas beschleunigen kann. Ja. Neues Thema, die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel diskutieren auch über die Migration, über Einwanderung, über Flüchtlinge in Europa. Es gibt großen Streit zwischen den Ländern, wie man sie verteilt, wie man da im Allgemeinen vorgeht. Was glauben Sie, wie lässt sich dieser Strukturkonflikt am besten lösen? Das Problem ist, dass diese Debatte um Flüchtlinge viel zu lange schon von nationalen Egoismen geprägt ist. Der humanitäre Umgang mit den Flüchtlingen, die in die EU kommen, insbesondere natürlich innerhalb der Schengen-Zone, ist ein gemeinsames Anliegen, was wir nur gemeinsam lösen können. In der Vergangenheit hat sich Deutschland ein bisschen auf den Standpunkt gestellt, wir haben keine EU-Außengrenzen, die Flüchtlinge sollen da bleiben, wo sie reingekommen sind in die EU. Also da haben wir uns einen schlanken Fuß machen wollen. Jetzt merken wir, das geht nicht mehr. Länder wie Italien, Länder wie Griechenland sind überfordert. Die Flüche kommen dann trotzdem zu uns. Jetzt fordern wir zu Recht, es sollte eine Art Quotenlösung geben, sodass jedes EU-Land einen fairen Anteil an den Flüchtlingen aufnimmt. Einige sind da ja bisher sehr, sehr zurückhaltend. Leider ist das jetzt auch gescheitert. Also ich hoffe sehr, dass wir da irgendwann das gemeinsame Anliegen des humanitären Umgangs mit Flüchtlingen in den Vordergrund stellen können und nicht mehr die Partikularinteressen der einzelnen Nationalstaaten, die eine vernünftige Lösung verhindern. Und angesichts des Elends, was wir haben, ist das nicht länger akzeptabel. Ja, Herr von Weizsäcker, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.